Die äußere Wendung ist im Prinzip nichts anderes als ein geburtshilfliches Manöver, wo man das Kind aus einer Beckenendlage oder einer Querlage in eine Schädellage bekommt und das nur mit den bloßen Händen. Also durch die Bauchdecke der Frau wird versucht, das Kind zu drehen in die richtige Richtung, dass der Kopf nach unten liegt. Warum macht man das jetzt eigentlich überhaupt, so ein Kind aus einer Beckenendlage oder einer Querlage in die Schädellage bekommen? Na, ich glaube, bei einer Querlage sind wir uns alle einig, das passt irgendwie nicht so ganz durchs Becken. Das heißt, der vaginale Geburtsmodus ist bei einer Querlage eh nicht möglich. Da ist die äußere Wendung auf jeden Fall sehr erprobt und eine gute Alternative. Und bei der Beckenendlage ist es so, gibt es natürlich Kliniken und Zentren, die Beckenendlagengeburten Tag ein, Tag aus machen und das sehr gut können. Es gibt aber auch Kliniken, die das eben nicht so oft machen. Und dabei ist die Expertise, also die Erfahrung der Geburtshelfer enorm wichtig. Und deswegen kann man diesen Schritt umgehen, dass man quasi an der Beckenendlagen Spontangeburt macht, indem man versucht, das Kind eben in eine Schädellage, in eine normale Lage zu bringen und dann eine ganz normale Spontangeburt aus einer Schädellage zu erzwingen. Das Ganze bedarf natürlich eines vorherigen guten Aufklärungsgesprächs. Man muss über die Risiken sprechen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und es muss gut geplant sein. Das heißt, es gehört eine Sektio, eine Kaiserschnittbereitschaft dazu, falls etwas schief geht, dass dann alle anwesend sind, um gleich und schnell zu helfen. Der Zeitpunkt der äußeren Wendung wird so gewählt, dass man dem Kind natürlich noch die Möglichkeit gibt, sich selbst zu drehen. So in der 36. bis 37. Schwangerschaftswoche versucht man das Ganze irgendwo einzuplanen. Erstens hat man dann kein Frühgeburtsrisiko mehr, denn ab der 37. bis 0. Schwangerschaftswoche ist es ja auch offiziell keine Frühgeburt mehr. Man versucht also wirklich aus dieser extremen Frühgeburt rauszukommen. Und viele Kinder drehen sich auch relativ spät erst, sodass man zwischen der 6. und 37. Schwangerschaftswoche einmal schaut. Sollte es immer noch die Beckenendlage sein, dann muss man natürlich langsam an die äußere Wendung denken. Da gehört auch ein gutes Aufklärungsgespräch zu, eine gute Risikoeinschätzung, dass man einfach schaut und mit dem Ultraschall nochmal schaut, gibt es Risikofaktoren, zu denen ich dann gleich noch komme, oder ist das alles problemlos möglich? Zur Einschätzung, ob das Ganze überhaupt möglich ist oder auch problemlos laufen kann, gibt es einen Score, also eine Einschätzung, wo man Punkte verteilt, ob das Ganze gut funktionieren könnte. Natürlich gibt es erfahrene Geburtshelfer, die dann im Ultraschall einmal gucken, auch den Steiß einmal abtasten und gucken, wie beweglich ist das Kind dann noch im Becken und dann diesen Score natürlich nicht ausrechnen, sondern sagen oder selbst einschätzen können, das ist gut möglich oder eben nicht. Aber um sich daran mal zu orientieren, blende ich euch diesen Score gleich mal ein. Da gibt es eine Punkteverteilung und je nach dieser Punkteverteilung ist die Möglichkeit eben sehr groß, dass das Kind sich unter einer äußeren Wendung eben mitdreht oder eben eher nicht. Und hier haben wir einmal den Score. Ihr habt hier oben auch die Quellenangabe, falls euch das interessiert, wer sich das Ganze mal ausgedacht hat. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man einfach mal so einen groben Überblick haben möchte oder wenn man jetzt noch nicht super erfahren ist, dass man sich einfach wirklich schwarz auf weiß zusammenführt. Wie sieht es eigentlich aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze klappt? Hier links sind die wichtigen Punkte, um die es so geht. Was ganz wichtig ist, das sieht man hier auch, ist, wo ist denn die Plazenta? Ist die hinten, ist die vorne oder sitzt die oben oder an der Seitenwand? Da gibt es entsprechend Punkte von 0 bis 2 und die werden alle addiert zum Schluss und dann kann man sich gleich angucken. Hier unten stehen dann die Ergebnisse quasi. Je mehr Punkte, das kann man sich vielleicht auch schon vorwegnehmen, je mehr Punkte, desto besser, desto optimaler ist der Score und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze funktioniert. Unabhängig von der Plazenta sind hier auch noch Punkte zu vergeben für die Fruchtwassermenge. Klar, wenn man viel Fruchtwasser hat, kann man sich vorstellen, ist das Kind viel beweglicher, als wenn es fast auf dem Trockenen liegt und kaum noch Platz hat. Die Nabelschnurumschlingung ist tatsächlich nicht eine komplette Kontraindikation, sondern, hier steht sogar einfach mehrfach, gibt entsprechend auch Punkte. Das heißt, auch bei einer einfachen Nabelschnurumschlingung wäre das kein Grund, eine äußere Wendung nicht zu machen. Das ist etwas, was ich auch erst gelernt habe, weil ich dachte, wenn man eine Nabelschnurumschlingung sieht, macht man es auf gar keinen Fall. Was auch irgendwo logisch ist, ist das fetale Gewicht, also das Gewicht vom Kind. Wenn das jetzt natürlich noch ganz, ganz leicht ist und ganz klein ist, kriegt man mehr Punkte, als wenn es schon ein Riesenklopper ist, ne? Die Lage ist nicht unwesentlich wichtig. Erste, zweite Lage bedeutet, ist der Rücken links oder ist er rechts? Dorso anterior bedeutet, ist der Rücken nach oben von der Mutter? Dorso posterior nach unten von der Mutter? Das ist auch alles wesentlich für die Drehbarkeit dieses Kindes. Ganz wichtig und mit der wichtigste Aspekt, wie ich immer finde, die Beweglichkeit des Steißes. Kriegt man den gut aus dem Becken raus? Ist er heraushebbar? Das ist natürlich super. Wenn er mega fixiert ist, gibt es entsprechend auch 0 Punkte. Dann ist das ganz, ganz schwierig. Und natürlich muss man sagen, je mehr Kinder ihr schon bekommen habt, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind in dieser Gebärmutter gut gedreht werden kann.
als wenn man nur ein Kind bekommen hat. Der Uterustonus, bei uns wird regelhaft eigentlich eine Trokolyse, eine Wehenhemmung gegeben und damit erreicht man eben diesen Status, dass man 2 Punkte erreicht, weil dann ist keine Kontraktion mehr im Uterus, also in der Gebärmutter und damit ganz, ganz weich. Und ich habe es ja eben schon vorweggenommen, das können wir ja kurz überfliegen. Je höher die Punkte ausfallen, desto optimaler ist der Wendungsscore und desto höher ist eben die Erfolgsrate, wenn man ganz wenige Punkte erreicht. Da muss man eben gucken, ist eine Wendung oder ein Wendungsversuch möglich, sollte man den machen oder lässt man es ganz bleiben und muss eben gucken, ob man weiterschickt in ein Zentrum, wo Beckenendlagengeburten möglich sind oder ob man dann doch die Wahl zum Kaiserschnitt trifft. Aber ich finde diesen Score ganz hilfreich und auf jeden Fall gerade am Anfang für viele unerfahrene Wender absolute Bereicherung, dass man sich einfach mal vor Augen führt, wie sieht es eigentlich aus, wie hoch ist die Chance. Wie läuft das Ganze jetzt ab, wenn du zur äußeren Wendung in die Klinik kommst? Zunächst einmal muss man sagen, bekommst du einen venösen Zugang. Dir wird einmal Blut abgenommen, du brauchst auf jeden Fall eine Braunüle, dass man dir notfallmäßig auch irgendwelche Medikamente geben müsste. Und im Falle des Falles, wenn es zum notfallmäßigen Kaiserschnitt kommen sollte, brauchen wir natürlich auch aktuelle Blutwerte, deswegen wird da auch direkt einmal Blut abgenommen. Anschließend bekommst du ein nettes OP-Hemdchen angezogen. Auch das hat natürlich den Hintergrund, wenn es zum notfallmäßigen Kaiserschnitt kommt, dass man dann nicht noch großartig an der Jeans rumnesteln muss oder das T-Shirt noch über den Kopf ziehen muss, sondern direkt bereit ist, mit dem OP-Hemdchen dann gleich alles zu lüften und an Ort des Geschehens zu kommen. Anschließend bekommst du ein relativ weiches und mobiles Bett. Das hat den Hintergrund, deine Lagerung wird während der Wendung so ein bisschen geändert. Also wenn du so gerade im Bett liegst, ist die Schwerkraft immer nicht so optimal. Deswegen versucht man so ein bisschen kopftief das ganze Becken auch zu legen und den Kopf auch zu legen, dass das ganze Kind so ein bisschen mobiler in der Gebärmutter wird, kommen wir gleich noch zu. Ja, und dann kommt erstmal ein CTG. Da wird so eine halbe Stunde lang geschaut, dass das CTG in Ordnung ist, dass da keine Auffälligkeiten sind. Und wenn das alles Taco ist und alles in Ordnung ist, dann wird nochmal ein kleiner Ultraschall gemacht. Einfach nochmal orientierend geguckt, ist das Kind auch weiterhin in der Beckenendlage, ist der Steiß noch da unten, wo ist der Kopf, wo ist der Rücken. Da müssen wir einfach nochmal schauen, ob alles so geblieben ist, wie es mal bei der Aufnahmeuntersuchung damals, wo es entschieden wurde mit der äußeren Wendung, auch so war. Da möchte man einfach nochmal grob orientierend schauen. Ja, und dann geht es so langsam in die heiße Phase. Bei uns in der Klinik gibt es prophylaktisch eine Wehenhemmung, eine sogenannte Trokolyse. Das machen auch die meisten Kliniken so, um wirklich den ganzen Druck aus der Gebärmutter rauszunehmen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du vorher Wehen hattest, aber es herrscht natürlich um diese Woche auch so eine gewisse Wehenbereitschaft. Das heißt, die Gebärmutter, wenn man da rummanipuliert und rumdrückt, kann es sein, dass sie sich zusammenzieht, wie unter einer Wehe. Und das ist natürlich nicht sehr förderlich und auch nicht sehr platzbringend. Deswegen versucht man da den ganzen Druck rauszunehmen, indem man so eine Trokolyse gibt. Wenn dann alles in Ordnung war, CTG war in Ordnung, der Ultraschall war zufriedenstellend, ja, dann geht das so langsam jetzt richtig zur Sache, dann wird man schon richtig nervös, denn jetzt kommen die Ärztinnen und Ärzte ins Spiel und die fangen jetzt so langsam an zu versuchen, den Steiß von deinem Kind aus dem Becken herauszuholen. Und das ist so, finde ich, so mit der wichtigste Schritt, dass man schaut. Die versuchen also wirklich mit 2 Händen erstmal hier unten diesen Steiß heraus zu mobilisieren. Und wenn der nach oben kommt so ein Stückchen und wirklich man merkt, da ist Luft, das ist wirklich mobil, das fropft nicht hier irgendwo im Becken auf oder ist ganz fest, sondern kommt locker hier hoch, ist das schon mal so fast die halbe Miete. Weil den Steiß herauszubekommen aus dem Becken ist mitunter fast das Schwierigste. Und dann versucht man auf jeden Fall, ich drehe das Kind einmal so rum, erstmal eine Vorwärtsrolle zu machen. Steiß ist hier rausmobilisiert, dann kommt auch schon eine zweite Hand, die so am Köpfchen auch so ein bisschen Druck in die richtige Richtung gibt. Und man sieht schon, von alleine wird das relativ schwierig. Das heißt, der Steiß muss weiter hoch manövriert werden und dann muss das Köpfchen wieder so, bis man irgendwann in eine gewisse Querlage oder Schräglage hier kommt, dass das Kind wirklich so hier drin ist. Das ist noch nicht geschafft, da freuen sich immer schon viele, merken, dass das Köpfchen woanders ist, dass der Steiß jetzt woanders ist. Aber der wichtigste Schritt beginnt fast hier. Denn aus der Querlage jetzt in die Schädellage zu kommen, ist meistens gar nicht mal so leicht. Bei wenigen Frauen ist es wirklich so, dass das einmal rumflutscht, weil der Kopf hat natürlich als schwersten Punkt einen besonderen Schwerpunkt auch. Und dass, wenn der so einen gewissen Grad hier überschritten hat, dann kann es sein, dass das wirklich so einmal in die Schädellage reinrutscht. In den meisten Fällen ist es jedoch so, dass man da auch ordentlich arbeiten muss. Wird der Steiß immer weiter höher mobilisiert, der Kopf immer weiter runter. Das passiert alles natürlich mit einem gewissen Druck auf deine Bauchdecke. Und das ist mitunter auch nicht super angenehm, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ganz wichtig ist, dass man dabei nicht vergisst zu atmen. Man hat immer so den Reflex, wenn da jemand auf seinen Bauch drückt und hier versucht, so ein Kind rumzuwürgen, dass man dann so ganz angespannt ist und macht und versucht wirklich die Luft anzuhalten. Das ist aber genau das, was eigentlich nicht so produktiv ist.
Erstens spannt man natürlich die ganze Muskulatur auch drumherum an, die Bauchmuskulatur, dadurch wird hier alles enger und fester und das Kind kriegt natürlich, wenn man die Luft anhält, auch keinen Sauerstoff ab. Deswegen ist es ganz wichtig, auch bei der äußeren Wendung, auch wenn der Druck ziemlich hoch ist und es unangenehm ist, trotzdem weiter zu atmen. Gut, haben wir das Kind in der Querlage und so langsam wird es dann wirklich in diese Schädellage herein manövriert. Und irgendwann hat man dann auch den Punkt erreicht, da ist es dann endlich in der Schädellage und dann werden alle Hände losgelassen, CTG wird drauf gemacht. Viele Kliniken machen während der äußeren Wendung direkt die ganze Zeit CTG, versuchen zu schauen, wie sind die Herztöne. Das ist natürlich immer nicht ganz leicht, wenn da mit den Fingern herum manipuliert wird. Manche machen es auch mit Ultraschall, dass man immer mal zwischendurch schaut, wie ist der Herzschlag. Da muss man einfach auch so ein bisschen am Ball bleiben. Man möchte ja auch nicht irgendwas mit Gewalt hier forcieren, sondern wenn hier wirklich ein Punkt erreicht ist, wo es mit relativ viel Kraft nicht weitergeht, dann muss man das auch in Ruhe lassen. Da muss man sagen, okay, es ging halt nicht und das Ganze dann abbrechen. Man darf hier also nicht irgendwas über das Knie brechen und sagen, das Kind muss jetzt unbedingt in Schädellage und mit aller Gewalt, weil das ist meistens nicht sehr förderlich und das bringt dann nur die Komplikationen, die man nicht haben will. Und wenn das dann alles in Schädellage ist, alle sind erleichtert, wird erstmal eine Runde CTG geschrieben. Das dauert mindestens auch eine halbe Stunde bis Stunde, je nach Klinikstandard. Da muss man einfach schauen, reagiert das Kind mit. Viele Kinder reagieren gleich am Anfang, wenn es dann gedreht ist, einmal mit den Herztönen mit, dass sie wirklich mal absacken. Und da muss man halt dann gut am Ball bleiben. Deswegen sind ja alle in Bereitschaft. Falls das sich nicht erholen sollte, muss man die Schnittentbindung wählen. Wenn es sich erholt, ist alles gut. Dann sollte man aber auch stationär bleiben, dass man einfach noch mal ein paar CTGs im Verlauf gesehen hat. Es wird noch mal ein Ultraschall gemacht, weil man sieht ja hier auch, ist auch so ein Mutterkuchen im Weg. Den schaut man sich natürlich vorher auch an. Wo ist das Ganze? Wenn hier so ein Kopf dran vorbei drückt, kann man sich auch vorstellen, es ist nicht ganz ohne. Deswegen muss man da auch nochmal ganz genau nach der Plazenta schauen, ob da alles soweit in Ordnung ist. Jetzt lege ich schon wieder falsch rum. Nein, wir haben es ja geschafft. Äußere Wendung ist passiert. Und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Also CTG geschrieben danach, ist alles in Ordnung. Kind geht's gut, Mutter geht's gut, alle zufrieden und man darf die vaginale Geburt anfangen. Sprechen wir nochmal über die Komplikationen. Das ist natürlich etwas, was man auf gar keinen Fall hören möchte, dass da was passieren kann. Aber wir müssen ehrlich sein, auch bei der äußeren Wendung gibt es Komplikationen. Und ich zähle die mal per Reihenfolge auf, wie häufig etwas vorkommt. Als erstes, und da achten die Ärztinnen und Ärzte immer bei der Aufnahmeuntersuchung auch drauf, sind die Nabelschnurkomplikationen zu erwähnen. Da muss man natürlich genau hingucken, bei der Aufnahmeuntersuchung hat das Kind irgendwie die Nabelschnur um den Hals oder um den Körper, ist die Nabelschnur lang oder kurz. Das sind alles Dinge, auf die man gut achten muss. Und mit 3-5% ist die Nabelschnurkomplikationen mit am häufigsten. Ebenfalls bei 3-5% eine Komplikation, die sehr bitter ist, die man trotzdem Komplikationen nennen soll. Und das ist, dass das Kind sich spontan zurückdreht in die Beckenendlage. Das ist natürlich ganz schön bitter, wenn man das ganze Prozedere hinter sich gebracht hat. Die ganze Aufregung ist abgesackt. Das Kind liegt jetzt in Schädellage und bei der nächsten Untersuchung bei der Frauenärztin in der Praxis wird wieder gesagt, es ist erneut eine Beckenendlage. Das ist auch, wie gesagt, mit 3-5% ebenfalls so häufig wie eine Nabelschnurkomplikation, aber natürlich auch ziemlich bitter, wenn es passiert. Sehr selten kommt Gott sei Dank die Plazenta-Lösung vor. Man stellt sich das natürlich immer so vor, wenn so ein Kind in der Gebärmutter gedreht wird, dass da irgendwo eine Plazenta im Weg ist, die man dann mitnimmt und abschilfert. Aber es kommt tatsächlich sehr, sehr selten vor. Auch das wird mit dem CTG meist dann schon gesehen, wenn so etwas passiert oder auch in der Doppleruntersuchung beim Kind, dass da die Plazenta sich gelöst haben könnte, ist aber Gott sei Dank eine seltene Komplikation. Ebenfalls super selten, was viele gar nicht glauben, ist die Notsektion. Also der notfallmäßige Kaiserschnitt ist bei der äußeren Wendung ein ganz seltenes Phänomen, Gott sei Dank. Bei uns in der Klinik, glaube ich, seit über 15 Jahren nicht passiert. Wir machen relativ viele äußere Wendungen, aber es ist natürlich trotzdem eine Komplikation, auf die man vorbereitet werden muss. Und deswegen steht ja auch das ganze Team bereit, damit alles relativ schnell gehen kann, aber Gott sei Dank eine ganz seltene Komplikation.